Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, es ist jetzt ein Weilchen her gewesen, wo ich das letzte Mal aufgenommen hatte. Ich weiß jetzt nicht mehr so genau, was wir zuletzt gemacht hatten. Außer, dass wir da irgendwas für die Diebesgilde gemacht hatten. Es gab halt aber einen Grund, warum ich jetzt lange nicht aufgenommen hatte. Einer Katze von mir ging es nicht gut. Die hat einen Unfall gehabt und das war halt dann wichtiger, dass wir uns um die Kleine kümmern. So, was haben wir hier jetzt für eine Quest überhaupt offen? Skriva erzählte mir, Hieronymus Lex, Hauptmann der kaiserlichen Wache, habe Wachen aus der gesamten Kaiserstadt für die Abriegelung des Hafenviertels zusammengezogen. Er habe geschworen, so lange dort zu bleiben, bis jemand Graufuchs ausliefert. Wenn ich helfen möchte, muss ich Mithridael finden. Sie versteckt sich irgendwo in der Kaiserstadt. Okay, dann machen wir uns dahin auf den Weg. Aber ja, ich hatte jetzt ein Weilchen, jetzt knapp über 2 Wochen oder so, nichts aufgenommen gehabt. Der Bär wird uns gleich Probleme machen. So. Hey. Aua. Und mich halt um die Pflege des kleinen Kittens hier gekümmert. Weil das halt nun mal wichtiger war. Oder ist. Aber der Kleinen geht's mittlerweile besser. Klar, sie, braucht noch ein bisschen Pflege, sag jetzt mal so. Deswegen werde ich auch nicht so viel auf einmal aufnehmen. Und es bleibt jetzt auch aktuell so, dass ein Video am Tag hochgeladen wird, beziehungsweise online kommt. Der wird uns auch Probleme machen. Alter. Okay, nice. Den haben wir auch noch fertig. Da ist ja noch einer. Ich kann mich nicht erinnern, dass hier so viele Gegner waren. So, den haben wir auch fertig. Alter, wie viele Minotauren sind hier? Ich glaube, das war jetzt ein Fehler. Der ging aber auch schnell weg. So. Bin ich noch eigentlich auf dem richtigen Weg? Ja. Ich bin auf dem richtigen Weg Richtung Kaiserstadt. So. Wer ist das? Wie schön, euch zu sehen. Ah, hi, Kellen. Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Na, alles gut. Lebt wohl. Lebt wohl. Ich muss aber auch selber erstmal wieder reinfinden ins Labern und so weiter, was ich hier erzählen will, was ich hier mache, was ich alles. Ja, komm. Gab's nicht irgendwie. Ich
hier irgendwas. Man muss ja die Sachen reparieren. Da war ja was. So, Reparaturhammer. Ja. Ich muss alles einmal reparieren. Habe ich auch schon fast vergessen gehabt. Dass die Sachen repariert werden müssen. Ich freue mich aber schon drauf, wenn wir Oblivion abschließen, muss ich auch ehrlich sagen. Denn ich habe mittlerweile Bock hier Skyrim zu spielen, muss ich ehrlich sagen. Ich warte darauf jetzt, dass wir das endlich anfangen können. Und dass wir auch hier das DLC aber auch von Oblivion spielen. Hier Shivering Ice. Das warte ich auch noch drauf. Und dass wir hier die dunkle Bruderschaft noch machen. Nur in Morrowind habe ich mich denen nicht anschließen können, glaube ich. Arena und Morrowind. Arena war da ja so, da gab es die alle. Zwar. Die dunkle Bruderschaft, die Kriegergilde, Magiergilde und so weiter. Aber da konnte man niemanden von denen bisher sich anschließen. Erst ab Daggerfall konnte man sich jedem von denen anschließen. Ah, die Spinne. Und der Jau noch. Die. So. Hat die was? Was ich brauchen könnte? Ja, die Dinger und das. Ich frage mich jetzt aber gerade, brauche ich überhaupt noch so viele Tränke? Die nehmen schon sehr viel Platz ein, sage ich jetzt mal so. Zwei Schläge, aber 50 Schläge gemacht, aber nur zwei haben getroffen und die haben gereicht. Okay. Das waren schon vier. Wie sieht's eigentlich mit den Dingens schon aus? Skill muss ich auch noch gucken. Schwertkampf haben wir ja voll. Blocken 68, das müssen wir noch machen. Schwere Rüstung ist voll. Das sind ja die Dinger, die einem helfen, hier aufzusteigen. Und das sind die. Die machen eigentlich im Grunde gar nichts, also was den hier betrifft. Schütze würde ich auch noch gerne machen. Sicherheit. Schleichen. Okay, die hatten nichts Besonderes. Warte, Akrobatik habe ich jetzt. Und Athletik. Wollte ich gucken. Okay. Wir werden noch sehr lange springen und rennen dürfen. Entschuldigung. Ich muss aber ehrlich sagen, von allen Elder Scrolls Teilen, Skyrim mit inbegriffen, gefällt mir die Daedra-Rüstung eigentlich in Morrowind am besten. Sieht am krassesten aus. Vor allem auch die Suche danach ist besonderer. Weil es gibt von jedem Rüstungsteil nur zwei Stück. Eines für ID weit für.
Gruß dem Helden von CVD. Gruß dem Helden. So, von jedem gab es immer zwei Stück. Hallo? Findet ihr einen Rabattzauber? Sprecht. So. Habt bitte, Granius? Gebt reichlich, edler Herr. Ja, hier, hier habt ihr eine Münze. Vielen Dank, mein Herr. So, was wisst ihr über Mithridel? Sie versteckt sich in Dynari Amnis Haus im Talosplatzviertel. Sie ist eine der wenigen, die entkamen, als Lex im Hafenviertel einfiel. Okay. Möge Julianus euch segnen. Dynari Amnis Haus? Hier versteckt sie sich? Er ist sehr stur. Willkommen in meinem Versteck. Mithridel. Es ist schön, euch zu sehen. Ja, was hat es mit der Küsteninvasion auf sich? Dies sind üble Zeiten für uns. Armand steht erneut unter Hausarrest. Unser Geschäft im Hafenviertel ist vollständig stillgelegt. Wir müssen Hieronymus Lex dazu bringen, seine Belagerung aufzugeben. Ich habe mir einen Plan ausgedacht. Okay, da bin ich gespannt. Wie lautet euer Plan? Ihr und vier andere Diebe werden spektakuläre Diebstähle inszenieren. Alle zur gleichen Zeit. Hoffentlich wird Lex dadurch gezwungen, die Wachen umzuverteilen. Euer Ziel ist die geheime Universität. Wir haben schon lange ein Auge auf Romirs Stab geworfen. Aber wir haben darauf gewartet, dass die Zauberer abgelenkt sind. Dieser Zeitpunkt ist perfekt. Werdet ihr uns helfen? Ich will helfen. Komm. Ich wusste, dass der Graufuchs auf euch zählen kann. Der Stab ist im Zimmer des Erzmagiers. Er schläft morgens zwischen 1 und 7 Uhr. Nehmt diese Nachricht. Lasst sie auf seinem Nachttisch zurück. Bringt mir den Stab, wenn ihr ihn habt. Okay, Schatten mögen euch verbergen. Bei wem soll ich jetzt... Ich habe jetzt zur Hälfte nur zu... Bei wem soll ich jetzt die Dings zurücklassen? Hat einen Plan, um Hieronymus Lex zu zwingen, die Besetzung des Hafenviertels zu beenden. Ich und vier weitere Agenten der Diebesgilde werden eine Verbrechensorgie veranstalten. Schönes Wort, Verbrechensorgie. Jeder von uns soll einen Gegenstand von hohem Bekanntheitsgrad stehlen. Soll ich... Chromius? Ah, Chromius, Stab. Ich wollte jetzt Hieronymus lesen und dachte, das wäre jetzt ein Schreibfehler. Ich soll Chromius Stab aus der geheimen Universität entwenden. Ich habe eine Notiz bei mir, die ich anstelle des Stabes platzieren soll. Ah, okay. Auf zur geheimen Universität, die nicht geheim ist. Warum heißt das eigentlich geheime Universität? Was, ein Übersetzungsfehler oder? Am besten war es immer noch bei Lucius 3 hier. Links, wenn die etwas vergessen haben zu übersetzen, stand da dann wirklich auch übersetzt, so fehlende Übersetzung. Was braucht ihr, Meister? Das fand ich immer noch am besten. Aber dann stellenweise auch nicht übersetzt, die fehlende Übersetzung. Wie geht's? Warte mal, ich muss nach oben? Ich muss mich selber jetzt bestehlen? Ich habe die Notiz in den Ausstellungskasten geschoben, muss ihn jedoch aufbrechen, um den Eisstab zu gelangen. Kunde der Magiergilde? Nachtisch des Erzmagiers. Ich habe vor mir das Eisstab, ich habe eine Notiz an seinem Platz gelassen. Ich muss ihn zu Mithridel zurückbringen. Mir gehört das alles hier, das Zimmer. Ich musste mich selber jetzt bestehlen.
Der einfachste Diebstahl überhaupt. Den Anführer der Magiergilde zu bestehlen und dabei bin ich der Anführer. Hallo. Also einfacher geht's nicht. So. Gruß dem Helden von Zero-D. Gruß dem Helden, ja! So, wo muss ich nochmal hin? Hier, ne? Genari Amnis. Er ist sehr stur. Wer ist der stur? Ich bin beschäftigt. Ihr müsst mit Mes Retel sprechen. Wir müssen mehr Druck. Ich freue mich, euch zu sehen. Wir haben etwas zu erledigen. Chromias Eisstab. Ihr habt den Eisstab? Ja, hier ist es. Hervorragend! Eures ist das letzte Objekt auf der Liste. Nun warten wir einfach, bis die Machthabenden Hieronymus Lex Belagerung aufheben. Ich bin der Letzte? Gute Frage. Ich möchte, dass ihr Hieronymus Lex ausspioniert. Bleibt in seiner Nähe, sodass ihr Gespräche belauschen könnt. Früher oder später wird er den Befehl erhalten, die Wachen wieder an ihren ursprünglichen Posten zu stationieren. Wenn das passiert, sagt mir Bescheid. Okay, Schatten mögen euch verbergen. Ich hatte den leichtesten Auftrag von allen. So, wo ist denn Hieronymus Lex? Im Hafenviertel, ne? Wo ging's nochmal zum Hafen? Ah, ne, da ist er doch schon. Ne, Itius Hein. Sprecht. Sprecht. Ihr seid's, hi. Hi. Das führt doch zum Hafen, ne? Hört zu einer Tunneltür. Genau. Hieronymus müsste hier dann sein. Versuche ich den mal zu belauschen. Ich suche den Graufuchs. Was könnt ihr mir berichten? Kaiserlicher Legionskampfmagier. Ich kann nichts berichten. Ich bin aber auch nicht in einer Diebesrüstung. Ihr habt gewettet. Goblins solltet ihr stets wachsam sein. Eine Spur vom Graufuchs, Sir. Da ist er. Ich habe einen Haftbefehl für den Graufuchs. Wisst ihr... Ist das denn... ich habe mir Tredel den Eisstab gegeben. Sie sagt, wir müssten warten, bis die Adligen und Zauberer etwas unternehmen. Ich soll Lex beobachten, bis er aus dem Hafenviertel beordert wird. Ich muss sicher gehen, zum Belauschen seiner Gespräche nah genug an ihm dran zu sein. Wenn er zurückbeordert wird, erstatte ich mit Tredel Bericht. Wo er sich aufhält... Die rennen aber auch flink. Wisst ihr, wo er sich aufhält? Wie lange muss ich jetzt warten? Die sind aber richtig flink. Warte mal, muss ich vielleicht mein Oberteil hier ausziehen? So, dann leuchte ich ja nicht mehr. Dann könnt ihr mich ja auch nicht mehr sehen. So, wie lange muss ich jetzt warten? Dum 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 dum.
Den Fortsterblicher. Die Magier senden also einen garstigen Daedra, um eine simple Nachricht zu überbringen, wo ein ehrlicher Bote es auch... Also gut, Leute, wir haben den Befehl erhalten, uns wieder auf unsere Posten zu begeben. Ich rieche die schmutzigen Machenschaften des Graufuchses dahinter. Während ich Hieronymus Lex ausspionierte, sah ich, wie ihm ein Dremora eine Notiz gab. Lex hat begonnen, seine Wachen aus dem Hafenviertel abzuziehen. Ich glaube, jetzt muss ich mit Redel Bericht erstatten. Lex hat diese Notiz fallen gelassen. Vielleicht kann ich sie ja finden. Ich bin sehr beschäftigt. Okay. Notiz von Untos Warnen. Hieronymus Lex, eure Fehde mit dem Graufuchs ist die Geheimuniversität teuer zu stehen gekommen. Ihr habt die Wachen requiriert, die unseren Besitz patrouillieren. In ihrer Abwesenheit hat jemand der Universität ein wertvolles Artefakt gestohlen. Wir verlangen, dass ihr auf der Stelle alle Wachen auf ihre Post zurückschickt. Tut ihr dies nicht, sehen wir uns gezwungen, die Angelegenheit eurem Vorgesetzten zur Kenntnis zu bringen. Raminus Polus, Geheime Universität. So, jetzt darf ich mich auch endlich wieder anziehen. Lebt wohl. Ja, ich habe aber auch... Akrobatik hat sich verbessert. Nice. Ich hätte aber auch den einfachsten Auftrag gehabt jetzt. Mich selber zu bestehlen. Also einfacher ging es wirklich nicht. Meine ich. Guten Abend. Guten Abend. Ihr seht wie jemand aus, der sich in schwerer Rüstung wohlfühlt. Ja, das tue ich auch tatsächlich. Wie ist das Wertebefinden? Ich freue mich, euch zu sehen. Wir haben etwas zu erledigen. Es ist fertig. Also Hieronymus Lex, hier. Er hat den Befehl erhalten, aus dem Hafenviertel abzuziehen? Ja. Hervorragend! Ich habe noch eine letzte Aufgabe für euch. Als Zeichen guten Willens muss die Diebesgilde der Geheimen Universität Romiers Eisstab zurückgeben. Wir können den Zauberern jedoch nicht trauen. Ich bin sicher, sie warten nur darauf, dass wir ihn wieder dorthin legen, wo ihr ihn herhabt. Sie hätten keine Skrupel, euch umzubringen, sobald sie den Stab zurückhaben. Aber stattdessen möchte ich, dass ihr Romius Eisstab in Ontos Warnens sichere Truhe legt. Er hat eine bei sich zu Hause. Ontos ist ein ehemaliger Forscher der Universität. Dann bezahlt ihr mich? Ihr seid ein habgieriger Hund. Das mag ich an einem Dieb. Ihr müsst mit Skriva darüber sprechen. Ich bin nur für den Schwindel verantwortlich. Okay, Schatten mögen euch verbergen. Ich speichere vielleicht ein. Achso, automatisch gespeichert. Gut, und schnell gespeichert. Doppelt hält besser. Hier hinten? Ontos Warnens Haus. Ich weiß jetzt nicht, muss ich nach oben oder nach unten? Wo ist die Maus da? Ne, ich muss nach oben. In diese Truhe gehe ich mal von aus. Ich habe den Eisstab in der Truhe in Ontos Schlafgemach abgelegt. Ich sollte Skriva aufsuchen und meine Belohnung einsacken. Okay, ich hoffe, Ontos Warnen taucht hier jetzt nicht auf.
So. Und wieder anziehen. Sprecht. So, Skriba war in Braville. Genau, Braville. Dann ab wieder da hinunter. Das ging aber wirklich flott jetzt. So, und ich frage mich jetzt eigentlich, wie sehr bin ich jetzt überladen? Einen Moment. 159 von 500? Okay. Halbe Tonne können wir mit uns rumschleppen. Kann ein Mensch wirklich eigentlich dazu in der Lage sein, eine halbe Tonne mit sich rumzuschleppen? Also mit Klamotten und allem drum und dran so dazu gerechnet. Kann ein Mensch dazu in der Lage sein? Also mehrere Tonnen zu bewegen und so weiter, so wie so ein LKW oder sowas einfach schieben oder ziehen. Ja, das gab es tatsächlich, gab es sogar Weltrekorde. Aber so am Körper mit sich rumtragen? Ist das möglich? Natürlich. Also, ich hoffe, du hast was Besonderes. Nee. Wir haben den Skelettschlüssel. Also brauche ich keine Dietriche. Also den Skelettschlüssel würde ich für nichts auf der Welt abgeben hier. Die anderen Sachen, ja, kein Problem. Aber den Skelettschlüssel. Nee. Ist das ein Bandit? Nee. Hi! Hi! Ich will deinen Bogen. Dum, 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 dum. Warte mal, gab es hier eigentlich auch Katana? Ja, oder? Katana, Daikatana? So was in der Richtung? Ne, ich glaube hier nicht. Hier gab es nicht mehr. Beziehungsweise selten. So ein Check zum Schlechten oben. Da müssen wir auch nochmal hin. Aber nach der Diebesgilde machen wir das. Dum, 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 dum. Thank you.
Wo ist denn eigentlich das Geheimversteck der Diebesgilde? Dass ihr hier aufgetaucht seid, war der letzte Fehler eures Lebens. Warum hat von denen nie... Ich hätte gern Davids Schild. So, Streitaxt des Winters. Das nehme ich mit. Ich hätte gern ein Davids Schild. Morrowind fand ich das super mit den dädrischen Rüstungsteilen, dass man die wirklich ein Teil nach dem anderen finden musste. Dass es maximal zwei Stück von jedem gab, außer die Helme. Es gab zwar drei Helme, aber jeder Helm war ein Unikat. Und das echte Tribunal aus Morrowind waren ja Boethia, Azura und ich glaube, Mephala war das. Ich glaube, die dritte war Mephala. Und jeder der Helme war ja irgendwie denen gewidmet. Ich weiß jetzt nur nicht, welcher Helm zu wem gehört. Ach, hier. Genau, hier war Skriba. Okay, wir müssen warten, bis Skriva Öffnungszeiten hat. So, denn Vivek, Almalexia und Sotasil, das war ja das falsche Tribunal, die falschen Götter. Die haben sich ja selber nur zu Gott... Was? Ich darf mein eigenes Haus nicht betreten? Das ist mein Haus. So, 12 Uhr abends machen wir bis 8 Uhr morgens. Das fand ich jetzt aber eine bodenlose Frechheit. Guten Morgen. Mein eigenes Haus durfte ich nicht betreten. So, Skriba. Skriba, ich will mein Geld. Amusei sendet euch Grüße. Okay, Grüße zurück. Hieronymus Lex. Hieronymus Lex hat das Hafenviertel verlassen? Gute Arbeit. Aus Misrit Hells Berichten ersehe ich, dass ihr gute Arbeit geleistet habt. Ihr habt euch eure Belohnung verdient. Hiermit befördere ich euch zur Katze. Dies bedeutet, dass ihr Luciana Galena aus Bravil als Hehlerin benutzen könnt. Herzlichen Glückwunsch zu eurem neuen Rang. Geil, ich bin jetzt offiziell eine Katze. Da haben wir es gehört. Schatten. Das will ich jetzt hier lesen. Wo steht das hier? Bin ich Ritterbruder, Kämpfergilde Meister. Neun Göttliche bin ich Leimann, Ritter der Neun, Divine Crusader, Arena, Grand Champion, Ritter des Weißen Hengstes, fahrender Ritter. Da fehlt mir ja noch was. Da muss ich ja mal noch was machen. Magiergilde bin ich Erzmagier. Und des Drachens, Cyrodiilmeister. Diebesgilde bin ich jetzt eine Katze. Miau. Miau. Orden des tugendhaften Blutes bin ich Bruder. Brother. Okay. Verbirgt den Jäger. Euer Anblick ist in diesen schweren Zeiten mehr als willkommen. Ja, habt ihr denn Aufgaben für mich? Ähm,
speziell Aufträge? Ihr müsst erst mehr zur Kasse der Gilde beitragen, bevor ich euch besondere Aufträge erteilen kann. Besorgt mehr Beute. Sorgt dafür, dass die Hehler regelmäßig Diebesgut von euch erhalten. Dann können wir uns wieder unterhalten. Okay, 375 Gold. Schatten verbirgt den Jäger. Okay, ich bin aber offiziell jetzt Katze. So, jetzt ist nur die Frage, was können wir denn verkaufen? Also, klauen. Die glückliche alte Dame. Sie ergeben sich, küssen die glückliche alte Dame auf die Wange und hoffen, ihr Wunsch wird erfüllt. Was habe ich mir denn gewünscht? Ich hoffe, ich habe mir gewünscht, dass ich jetzt endlich einen dädrischen Schild bekomme. Einen richtigen. Schön, euch zu sehen, Gildengenosse. Hallo, Hinantier. Ja? Vielleicht in Lea Wien? Können wir etwas klauen, vernünftig? Ich weiß es nicht, ich bin mir da nicht sicher. Also wir brauchen jetzt einiges, was wir bei Helan verkaufen müssen. An Diebesgut. Natürlich. Immer diese Zweiglinge. Da ist ja noch eine. Würden die mich nicht angreifen, ich würde die in Ruhe lassen. Die könnten leben. Ja, aber okay, die wollen halt immer irgendwie Stress. Ich weiß nicht warum. Weil Urbani, der liegt ja immer noch hier. Ja, natürlich. Mist. Also in Oblivion, ich hasse die Bären. Morrowind ist aber auch schon so lange her. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr so erinnern, wie sehr ich die Bären da gehasst habe oder so. Die Zweitlinge, die waren da richtig.
Hier sind aber auch noch jede Menge Sachen im Umfeld, die wir noch nicht erkundet haben. Das hier. Hier waren wir noch gar nicht dran. Festung No More entdeckt. So, oder hier vorne? Wessen Schrein ist denn das nochmal gewesen, da vorne? Chirurat. Ferul? Man hat euch gesagt, was Chirurat will. Was jetzt geschieht, liegt bei euch. Okay. Wir beobachten und warten. Schön, dass ich in Unterwäsche rumlaufe. Ihr habt noch nicht die richtigen Opfergaben für Chirurat dabei. Kriege ich hier dann auch den Wabaya? Oder Wabajack? Ich finde eigentlich Wabajack, also so deutsch ausgesprochen, sage ich jetzt mal, klingt irgendwie passender. Nierenwurz. Okay, Pflanzen spawnen auch nach, weil hier hatten wir den ja schon mal eingesammelt, den Nierenwurz. Apropos Nierenwurz. Existiert, links? Man ist von dort Konzerkarte, für die mich bestellt hatte, sollte jetzt fertig sein. Ich kann sie aus dem Waffenlager im Bezirk der Kaiserlichen Legion ab. Okay, wie viele haben wir? 6 Nierenwurzel. Apropos, hier Stade. Gibt es hier irgendwas von Wert, was ich jetzt klauen könnte? Agonischer Bericht 2, 25 Wert. Reparieren dürfen wir auch noch. So, nee. Hier gibt's auch nichts von Wert. Gar nichts. Warte mal, hier, könnten wir vielleicht da war ja was. Okay, hier jetzt nichts. Es ist kein Stehlen gerade. Warum auch immer. Hallo?
Warte. Können wir verkaufen? Können wir verkaufen? Er sagt doch hoffentlich nichts. So, was ist das? Hufschmiedehose? Nee. Warum haben die nichts von Wert? Irgendwas Wertvolles. Damit ich das beim Hehler abgeben kann. Nichts. Stade lohnt sich gar nicht. 0, nix. Es sei denn, wir nehmen einfach alles von da mit. Und vertrauen das einfach. Wird sich dann auch bestimmt irgendwie summieren. So, und die Schwarzfallbande müssten wir auch eigentlich mal ein bisschen dezimieren. Lebert er? Santos, hast du gut gemacht. So, hier in Lea Wien war ja der Heder, ne? Wir warten hier nochmal der Hehler. Ja? Otomel. Guten Tag. Da Jay. Sucht ihr einen Hehler? Ja. Okay. Ist nicht die Schatten richtige Uhrzeit. Euch verbergen. Ist nicht die richtige Uhrzeit. Wie spät haben wir es denn im Game? 2.28 Uhr. Geschickt gejagt. Gibt es hier eigentlich wieder einen neuen Nierenwurz? Am Wasser? Nachgewachsen vielleicht? Tatsache! Einen neuen Nierenwurz. Gilde? Kann ich hier eigentlich auch klauen? Der Graf sagt immer, Lea Win sei ganz auf sich gestellt. Aber ihr habt das Gegenteil bewiesen. Gute Arbeit. Gerne. Auch ihr. So. Das ist nichts klauen hier. Oder wie jetzt?
speichere einmal, wo ich das hier öffne. Eben erst Kriegshammer Nachbildung. Nichts wert. Da kann ich nicht klauen. Läuft der jetzt mir die ganze Zeit hinterher oder wie? Anscheinend darf ich mich hier überall dran bedienen, aber... Kämpfergilde Keller. Wo ist die Maus? Da. Warum da? Kannst du mir erklären, warum ich hier alles darf? Ich möchte hier nicht alles dürfen. Warum darf ich hier alles? Ich glaube, mit dem Diebstahl wird es nichts. Skasha. Sherina. Nehme ich mit und verkaufe dann beim Hehler. Obwohl der, ich weiß nicht, ob der Hehler das überhaupt annimmt. Ganz oben geht's hier auf. Da gab's Gold. Das ist auch ein Nachbau. Auch Nachbau, Nachbildung. Immer diese Nachbildungen. Was ist das da? Über Oblivion. Ja, Meister. Braucht ihn? Hier, sie, also, ich bin Meister. Deswegen darf ich hier ja alles. Stimmt. So, Deja, wo war der jetzt nochmal hin? Sucht ihr einen Hehler? Ja, bitte. Ja. Das sollte ein Spaß werden. Okay, ich habe hier einen Diebesdolch. Den behalte ich. Den eisernen Bogen. Den eisernen Dolch. Abgemacht. Dem richtigen Kunden kann ich es für den doppelten Preis verkaufen. Eisener Kriegshammer. Die Streitkolben. Daran ab. Ihr seid ein harter Feilscher. Silberkurzschwert und Langschwert. Abgemacht! Dem richtigen Kunden! Das ist mehr, als ich für... Das ist ein echtes Schnäppchen. So, Stahlkriegshammer. Die Dinger auch noch weg. Stahlsäbel. Streitaxt des Winters. Hier. Habe ich hier sonst noch irgendwas? Nope.
Geht einfach weg, als würdet ihr mich nicht kennen. Reicht das? Schatten mögen euch verbergen. Skriba sagte, sie habe keine weiteren Aufträge für mich, bis ich mehr Diebesgut an Ongar oder Dajé verkaufe. Ich werde Diebesgut im Wert von etwa 1250 Goldstücken benötigen, bevor sie mir ausreichend Vertrauen schenkt. Ist das denn jetzt fertig? Anscheinend kann ich schon nach Braville wieder zurückkehren. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Daher vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, Almax Deos und ciao!